Als Hardware wird zur Ansteuerung eine ESP32 der Variante 4 genutzt. Zur Datenerfassung wird der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 genutzt. Zum Auslesen der Daten wird ein OLED-Display und die Blink-App verwendet. Der DHT11 wird mit 3,3 Volt Spannung versorgt. Die Signalübergabe erfolgt mit der GPIO2 am ESP32. Die blaue LED leuchtet, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig wird. Sie ist am GPIO25 angeschlossen. Die rote LED leuchtet, wenn die Temperatur zu hoch bzw. zu niedrig wird. Sie ist am GPIO14 angeschlossen. Das Display ist an der GPIO 21 und 22 angeschlossen und wird ebenfalls mit 3,3 Volt versorgt. Das Programm für die ESP32 wurde in der Arduino IDE programmiert. Im ersten Schritt werden die entsprechenden Bibliotheken für den Sensor, das Display und die Blink-App eingefügt. Als nächstes werden die globalen Variablen deklariert. Hier sind der Sensor, das Display sowie die Output-Pins der zwei LEDs definiert. Nun wird der Token für die Blink-App sowie der Name des WLAN-Netzwerkes und das Passwort festgelegt. Das Token wird beim Konfigurieren der App per E-Mail gesendet. Es wird benötigt, um eine Verbindung zu dieser herzustellen. Die Grafik auf dem Display wird hier im Hexcode definiert. Das Setup wird nur einmal durchlaufen. Im Void Setup wird zuerst die Verbindung zwischen der ESP32 und der Blink-App aufgebaut. Außerdem wird eine Verbindung zum Sensor und zum Display hergestellt. In der Funktion Void Loop wird der Sensor angesteuert. Die Befehle im Void Loop werden ständig wiederholt, sobald alle Befehle durchlaufen sind. Mit Blink Run werden alle Blink-Funktionen abgefragt. Die Daten werden alle 2 Sekunden übermittelt. Hier werden Variablen für die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur angelegt. Die ideale Raumtemperatur für das Klavier liegt zwischen 20 und 24 Grad Celsius. Auch deutlich höhere oder niedrigere Temperaturen sind ohne schädlichen Einfluss, solange sich die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% bewegt. In der If-Schleife wird zunächst die Temperatur abgefragt. Ist die Temperatur kleiner 20 Grad, so leuchtet die rote LED. Nun wird mit einer zusätzlichen If-Schleife die Luftfeuchtigkeit abgefragt. Ist diese zu hoch oder zu niedrig, dann leuchtet auch die blaue LED und auf dem Display erscheint ein warnendes Ausrufezeichen. Ist ein großes H neben dem Ausrufezeichen zu sehen, so ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch. Ist das H klein, so ist die Luftfeuchtigkeit zu niedrig. Auch am seriellen Monitor, also in der Arduino IDE, werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgegeben. Außerdem auch über die virtuellen Pins V5 und V6 auf der Blink-App.